Du bist Geigerin hier im Orchester. Mit wie vielen Jahren hast du zum ersten Mal eine Geige gesehen? Angefangen habe ich mit 4,5 Jahren. Wer hat den Vorschlag gemacht, dass du Geige spielen solltest? Meine Eltern, die haben mir gesagt, was möchtest du machen? Ballett oder Musik? Die Komponisten notieren in den Noten, wie das Streichinstrument zum Klingen gebracht werden soll. Das geschieht normalerweise mit dem Bogen. Eine Ausnahme heißt Pizzicato. Damit ist gemeint, dass die Musiker mit ihrer Fingerkuppe die Saite zum Schwingen bringen. Das kann man in einer ganzen Gruppe machen, aber auch alleine. Und kannst du auch selber Musik schreiben? Schreibst du selber Musik? Ich tue das in der Tat, ja. Ich mach selber schreibe ich Lieder. Habe ich angefangen vor ein paar Jahren. Und das habe ich für mich entdeckt. Ist so meine eigene persönliche Stimme. Das ist besonders, wenn du schreibst etwas, was noch nie existiert hat. Es kommt von dir raus. Und ich schreibe die Texte und Musik dazu. Und ist das klassische Musik? Das ist Pop, Country, Pop, Rock. In verschiedene Richtungen geht das. Jedes Stück ist anders. Super, Lisa.